Nach einem packenden Finale gegen Argentinien in Rio de Janeiro hat sich die deutsche Nationalelf bei der Weltmeisterschaft in Brasilien den 4. Stern auf der Brust gesichert. Auch in Siegen fieberten die Fußballanhänger in der vollbesetzten Siegerlandhalle mit. Groß war die Freude, als endlich der Schlusspfiff ertönte und Deutschland als Weltmeister 2014 feststand. Ein Traum ging in Erfüllung. Die 3000 Fans waren aus dem Häuschen. Eine Nummer größer fiel dann auch der obligatorische Autokorso aus, der durch die Siegener Innenstadt zog. Jubelnd und hupend hielten zahlreiche Autofahrer sowie ihre Beifahrer die Deutschlandflagge aus den Fenstern. Am Straßenrand sammelten sich weitere Fans, die ihn zubrüllten und regelrecht ausrasteten. Noch bis tief in die Nacht wurde der WM-Triumph gefeiert. Die Polizei hatte die Lage erneut unter Kontrolle, sodass es trotz der wilden Partynacht keine besonderen Vorkommnisse gab.